Hallo Leute, heute geht es um eine echt gruselige Krankheit. Sie nennt sich das Alien-Hand-Syndrom. Sie ist sehr selten. Es ist eine Krankheit, bei der man keine Kontrolle über eine der beiden Hände hat. Laut Internet existiert diese Krankheit seit 1908. Die Betroffenen haben wie gesagt keine Kontrolle über diese eine Hand. Diese eine Hand arbeitet immer gegen andere Körperteile. So kann es sein, dass diese eine Hand beim Essen zum Beispiel den Mund zuhält, die Hand wegdrückt oder einen sogar im Extremfall versucht zu erwürgen. Ich habe ein wenig recherchiert und wurde fündig. Tatsächlich habe ich jemanden gefunden, der diese Krankheit hat. Er will aber anonym bleiben und kommt aus Amerika. Ich sag euch mal, was er noch zu mir sagte. Diese Hand, sie plagt mich schon so lange. Ich bekam damals vor circa 3 Jahren einen heftigen Schlag auf meinen Kopf. Seitdem habe ich jegliche Kontrolle über meine linke Hand verloren. Ich muss sie sogar ab und zu mal mit mehreren Gürteln an meinen Körper binden, damit sie mich jetzt zum Beispiel beim Schreiben nicht stört. Um sie festzubinden, brauche ich Hilfe von einem Kumpel. Ich selber kann das unmöglich machen, da sie sich mit aller Kraft wehren würde. Es gab Tage, an denen sie versuchte, mir in mein Auge zu stechen oder mich zu erwürgen. Besonders schlimm ist es in der Stadt. In der Bahn kann sie andere Leute angreifen und mich selber auch. Ich habe manchmal wirklich Angst, daran zu sterben. Einmal nahm sie eine Gabel aus dem Teller und wollte mir etwas antun. Ich hatte sogar schon Gedanken, diese Hand amputieren zu lassen. Joa, das ist echt abgefuckt. Stellt euch mal vor, eure Hand erwürgt euch oder hindert euch zu essen und schlägt euch. Ich wünsche sowas echt keinem. Ist zwar ein recht kurzes Video, aber ich habe es gelesen und dachte mir, ich muss euch das erzählen. Naja, das war's von mir. Passt auf eure Hand auf und bis zum nächsten Video.